vorzugehen. Verliert euren Glauben nicht. Verliert euren Glauben nicht. Nein, niemals. So, jetzt haben wir nur noch hier. Murai. Öffnet euer Herz dem Licht. Mein Herz ist schon offen. So, jetzt haben wir hier auf die Kristalle darin, ne? So. Ich habe jetzt mehr als genug für eine Untersuchung. Ich danke euch. Solltet ihr jedoch etwas anderes auftreiben können, dann beweist, dass die Kristalle die einheimischen Kreaturen der Blutmütterinsel beeinträchtigen. So lässt es mich sofort wissen. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Auf jeden Fall. So. Ich habe noch 4 Quests. Also hier sind jetzt noch 2. Habe ich denn noch den Rest? Ah. Dann werde ich das hier unten gleich als nächstes machen. Beziehungsweise wenn ich das hier oben gemacht habe. So. Mal sehen, was ihr beiden hier oben gleich noch zu sagen habt. Herold Miroklas. Mikolas, meine ich. So. Ihr erzählt Herold Miroklas vom Schicksal der Vermessungsteam. Er nimmt den Kristall von euch entgegen, aber schweigt für einen langen Augenblick. Es waren gute Männer. Sie wussten, dass die Mission gefährlich sein würde. Ich bin euch dankbar für das Auffinden des Teams und die Wiederbeschaffung des Kristalls. Er ballt seine Faust. So. Wir haben bereits zu viele unserer Männer verloren. Dabei hat unsere Mission gerade erst begonnen. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit. Arsch, Alter. Irgendwie habe ich ständig volles Inventar. Das Ende der Legion rückt näher. Das mache ich jetzt auch weg. So. Gib. So. Die zweite Probe. Da wir nun einen Kristall als Vergleichsgrundlage haben, benötigen wir jetzt Proben, um gefährliche Gegenden der Insel, um das Set zu vervollständigen und das ich zu Exoda senden möchte. Die nächste Probe muss von den Kristallen kommen, die die Blutelfen in der Umgebung des Messerwinkels nordwestlich der Blutwacht kontrolliert werden. Berichtet zufolge verändert und ernten sie die Kristalle, um sie an einer anderen magischen Apparatur zu verwenden. Versucht einen Kristall zu finden, der noch nicht in dieser einen Geräte eingebaut wurde und entnehmt eine Probe davon. Seid wachsam. Ja, mache ich. Ich bin immer wachsam, mein Freund. Was habe ich hier überhaupt gekriegt für eine Scheiße? Okay. So, das habe ich jetzt gegessen. Seid herzlich gegrüßt. So, ihre Welt enden lassen. Ihr habt jetzt die ganze Blutmythos-Insel und Azumythos-Insel gerettet. Habe ich gar nicht. Das Leben der Drähne in Azeroth gesichert. Dafür wird man euch niemals genug danken können. Keine Belohnung. Nichts ist groß genug, um euch unsere Anerkennung zu zeigen. Doch, es gibt immer eine Entlohnung. Leider blieben noch so viele auf Draenor zurück, die dieses historische Ereignis noch nicht miterleben können. Ihr müsst euren Weg zurückfinden. Findet euren Weg zur Schelmenwelt, Heldin von Argus. Bringt eure Leute nach Hause. Nach Hause in das Land, das ihr gerettet habt. Nach Azeroth. Verliert euren Glauben. Okay, ich habe das Gefühl, ich werde hier gleich. Ist voll. Ja, schön. Jetzt werde ich hier gefeiert. Was mir aber noch nichts bringt, weil ich ja noch nicht alles erledigt habe. Guten Tag. Wir müssen uns gegen die Legion verbünden. Auf jeden Fall. Das alles ist für euch. Ihr habt das getan und habt all diese Leute und Tausende mehr gerettet. Ihr habt euch über das Leid und die Tragödien dieser Welt erhoben und alle mit euch gezogen. Ihr habt so viel getan, mehr als manch einer in 10 Leben erreichen könnte. Und doch steht ihr doch ganz am Beginn eures Lebens. Wenn wir doch nur 1000 Helden wie euch hätten. Aber hört gut zu. Euer Schicksal liegt in der Schelmenwelt. Ich habe es in meinen Visionen gesehen. Eine Prophezeiung, die noch nicht niedergeschrieben wurde. Sucht unser Volk. Sucht und bringt sie nach Hause. Hier, bitteschön. Interessant. Dies erklärt in der Tat einiges. So. Jetzt haben wir
den mysteriösen Boten vorbeilaufen sehen. So, und jetzt haben wir die Frage, was ist wahr? Ich danke euch für die rasche Zustellung. Ihr erweist euch schließlich als einer der besseren Agenten der Hand. Wenn wir bloß wüssten, wem wir auf dieser Blutmutesinsel Bericht erstattet haben und noch wichtiger, wo dieses Sonnenportal ist. Sie scheinen es streng zu bewachen, wo immer es auch sein mag. Wärt ihr an einer Erkundungsmission interessiert? Wenn ja, dann bringt diese Anordnung zum Verteidiger Boros. Er wird euch euren nächsten Auftrag erteilen. Werdet ihr euch unserer Sache anschließen? Bestimmt. Die ungeschriebenen Prophezeiungen. Die Insel werden wir für Tausende... Entschuldigung. Die Insel werden für Tausende ein Zuhause sein. Die meisten werden ihr gesamtes Leben hier verbringen. Ihr könntet das auch. Aber es ist nicht, was ihr wollt. Er nickt. Ihr werdet in eurem Leben noch viele großartige Taten vollbringen. Ihr müsst euer Schicksal umarmen und es willkommen heißen. Bevor ihr geht, möchte ich euch noch zwei Geschenke überreichen. Dieser Wappenrock wird von... Was? Wird nur von denen getragen, die den höchsten Respekt der Hand von Argos genießen. Und nur die Weisesten besitzen diesen Silberring, tragt beides mit Stolz. Ja, kann ich das überhaupt tragen? Nein, kann ich nicht, weil kein Platz. So, Großmeister. Jetzt habe ich Platz. Ach so, warte, Stärke, ich will das da. Nicht alle, die umherwandern, haben sich verirrt. So. Sehr schön. Jetzt wurde geklatscht und ich bin noch nicht fertig mit meinen Aufgaben. Ich danke mich, danke. Nicht Funke, danke. Meinen bescheidenen Dank. Siehste, passt. Auf meinen bescheidenen Dank und ich renne ihn um. So. Und flipp. Verteidiger Boros, sag an. So Leute, wenn der Part jetzt aber zu lang wird, dann splitte ich das Ding. Wenn ich das nicht sogar schon getan habe. So. Was ist wahr? Ja, Williams Anweisungen. Los, mach, Sklave. Es ist ein guter Plan, aber auch ein gefährlicher. Ich bin mir jedoch sicher, dass alles gut verlaufen wird. Licht ins Dunkel bringen. Wieland erklärt, dass, falls die Blutelfen Verbindungen zwischen der Insel und der Scherbenwelt hergestellt haben, Überreste der Anomalien rund um die geöffneten Portale zurückgelassen wurden. Ihr müsst die Insel nach Gebieten absuchen, in denen diese Anomalien vorkommen. Wieso muss ich die Insel schon wieder absuchen, ihr faulen Säcke? Seid gewarnt, manche dieser Anomalien sind Kristalle aus der Leere selbst. Solltet ihr die Anomalien der Leere treffen, tötet sie. Erstattet mir Bericht, sobald ihr neue Informationen auswendig gemacht habt. Beginnt mit eurer Suche im Norden, nahe des Warp-Gondel. Nahe der Warp-Gondel. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Verliert euren Glauben nicht. Wo soll meine Suche nach dem Portal beginnen? Beginnt im Norden. Achso. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Oh, hätte ich ja gar nicht hingemusst. Gut, dann holen wir jetzt erst die blöde Kristallprobe. Und dann... Und dann gehe ich Licht ins Dunkel bringen. Aber erstmal mache ich meine scheiß Tasche leer. Konnte man das hier oben machen? Bin mir da gerade nicht sicher. Also langsam ging mir das dezent auf den Keks. Nee, ne? Nee. Ha. Bejubelt mich! Sehr schön. Bejubelt mich. Macht nichts. So. Hui! So. Jetzt machen wir noch schnell die Quest zu Ende. Und dann sollte es tatsächlich bald gewesen sein. Weil ich glaube, viel nachkommt auch gar nicht mehr. Nee, ich glaube echt, dass nicht mehr so viel kommt. Bad.
den habe ich tatsächlich noch gepult. Geh weg. Was sollte ich nochmal machen? Zweite Probe holen. Den da hinten. So. Denke ich mal, dass es der ist. So. Na, 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 na. So. Das ist sehr schön. Jetzt kann ich nämlich einfach dezent weiterlaufen. So wie immer. So. Das ist immer mega witzig, dass erst keiner kommt und dann plötzlich alles. Und ich habe so das Gefühl, dass ich gleich mega schnell verrecken werde. Deswegen werde ich mich jetzt wieder heilen. So, und jetzt weg. Irgendeine Bewegung nicht wirklich. Fasst mich an die Füße. Weg. Könnt mich mal ein Popöchen kratzen. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind hier fünf verschiedene Moonkin oder was? Beziehungsweise wilde Kin. So. Licht ins Dunkel bringen, Anomalien der Leere getötet. Lage des Sonnenportals bestätigt. Ist ja nicht so, dass ich da gerade tatsächlich war, oder? Klang's wie so ein T-Rex. Und der klingt wie so ein... wie so ein gestreckter Bär. So. So. Aber das sollte eigentlich auch gleich schnell gemacht werden. So. Das haben wir. Und das ist zum Glück echt nur töten. Aufgaben, wo ich nur töten muss, finde ich immer sehr, sehr angenehm. Weil man echt nur suchen muss und so mach einfach. Das geht schnell. Ist unkompliziert. Meistens jedenfalls. Ey, erstmal richtig hinsetzen. Ich rutsche in den halben Stuhl. So. Und hier haben wir schon wieder unser nächstes Opfer. Und irgendwie werde ich hier schon langsam grün. Man wechselt irgendwie fast ein komplettes Outfit. Passt leider nicht immer. Aber meistens schon. So. Jetzt haben wir drei Stück. So. Hey, seid ihr doof oder was? Lass mal den Wolf kämpfen. Attacke! Ich beiß euch in die Fersen. Ich weiß, ihr habt keine, aber der Gedanke ist schon. So. Eigentlich könnte ich ja tatsächlich mit Abrock gleich durch die Gegend laufen. Wo ist der denn? Irgendwo in meinem vollen Inventar. Da. Ach ja. Geht ja während des Kampfes nicht. So. Wunderhübsch. Den nehme ich. Oh, schon fertig? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, ich muss da jetzt noch irgendwie rein und genaueres berichten. Aber, nö, die hatten keine Lust darauf. Deswegen trinke ich jetzt ein Schlückchen Coke. Weil es schmeckt. So gefühlt 5 Jahre im Glas. Ich meine, ist immer gut. Und kipp mir am Anfang des Parts, sag ich mal. Ich will schon wieder vergessen. Mir immer einen Schluck ein, damit ich während des Let's Plays immer noch mal ein bisschen trinken kann. Weil ihr habt ja gemerkt, ich huste und sterbe manchmal. Und am Ende ist das dann immer so. Schmeckt gerade so nach Scheiße oder so. Das finde ich immer ziemlich ärgerlich, weil Cola. Also, das ist aber keine Original-Cola. Die, der Gott, da kriege ich einen epileptischen Anfall, wenn ich die trinke. Weil der Scheiß mir einfach viel zu süß ist mittlerweile. Und ich bin ja Fan von Light- und Zero-Produkten geworden. Nicht weil, oh, es ist gesund, beziehungsweise ungesund, sondern weil es mir schmeckt. Es schmeckt mir besser. Obwohl ich von Light damals Kopfschmerzen bekommen habe. Ist jetzt nicht mehr so.
Fragt mich nicht, warum. Oder es war einfach eine Einbildung. Und das waren keine pulligen Kopfschmerzen. Das war kurz vor Migräne. Deswegen habe ich das immer partout vermieden, das Zeug zu trinken. Bis ich dann mal zu meiner Tante komme und die mir einfach mal ein Glas Cola hingestellt hatte. So, naja, hat sie ja gut gemeint. Ich trinke einen kräftigen Schluck und ich merkte schon so, Alter. So, 10 Minuten später. Bis sie dann sagte, beziehungsweise bis ich nachfragte, was war das? So Cola Light? So, und sie da so, ja, und ich hing da, danke. Nee, ich habe das nachher einfach auf Krampf nachher einfach immer so ein bisschen und irgendwann hatte ich dann keine Kopfschmerzen mehr. Er untersucht den Kristallsplitter. Diese Splitter unterscheiden sich stark von der ersten Probe. Er hat den Kristall ins Licht. Oh, seht ihr, wie das Licht darin pulsiert? Das ist bedenklich. Ich werde in meinem Bericht vermerken, dass die Blutelfen diesen Kristall verändert zu haben scheinen. Ich danke euch für eure Hilfe. Sag mal, du scheinst mich echt hier durch die Wallapampa zu scheuchen wollen. Na, wenigstens ist das anscheinend die letzte Probe. Ich benötige nur noch eine letzte Probe, bevor ihr das Set mit Kristallen zur Exoda schicken kann. Die letzte Probe muss von der Feste der Saturn des Nordwesten Axarien kommen. Und das ist echt immer dahin in der Wallapampa. Warum macht ihr das? Ich weiß nicht genau, was mit dieser Probe aufzeigen wird. Aber ich bin mir sicher, dass die Spuren der Verderbnis enthalten wird. Achtet darauf, dass ihr eine Probe von den Kristallen entnehmt, die wie die aussehen, die von denen ihr zuvor Proben entnommen habt. Ansonsten können unsere Forscher keine korrekte Vergleiche ziehen. Seid wachsam. Es ist ja nicht so, dass das schon Gebiete waren, die man hätte mit einem Abwasch machen können. Aber, ach Mann. Jetzt muss ich hier oben wieder da hinten hin. Oh, Gottes Willen. Die Legion wird fallen. Genau. Licht ins Dunkle bringen. Wie viele sagtet ihr noch gleich? Habt ihr bei den Warp-Gondeln gesichtet? Wie oft haben sie dieses Sonnenportal geöffnet? Das sind sehr schlechte Neuigkeiten. Tja, ihr habt nun alles von mir angeeignet, was ich euch lehren kann. Kuros wird nach euch rufen lassen, wenn es an der Zeit ist. Ich bin Stufe 20. Unerfahrener Reiter. Quest beenden mit diesem Scheißding da. Quest beenden. Dionys Aka. Entweder kann ich jetzt nicht weiter leveln gleich. Ich werde mich jetzt nicht ausloggen, ich hab Schiss. Also, es wird durchgezogen. Das Ende der Legion rückt näher. Nein, kein Runstein. So, Questgegenstand. Beim Anliegen gebunden, den Scheiß brauche ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich brauche ein bisschen Platz im Inventar. So. Jetzt habe ich wunderschöne Stiefel an. So. Die Krüg. Was? Die Kryokern? Kryokern oder so? Gut. Wir haben noch andere, die nach Spuren suchen, die den Sonnenportalen führen. Ihr müsst euch jetzt auf euren bevorstehenden Einsatz konzentrieren. Hoffentlich geht das da hinten in die Richtung, damit ich nachher wieder zurücklaufen kann. Sehr schön. Boros erhielt Berichte über eine neue Absturzstelle. Wir haben herausgefunden, dass es sich bei dieser Absturzstelle eigentlich um einen Kryokern der Exoda handelt. Eine Transportkammer, in der genau solche Kapseln untergebracht sind, wie die aus denen die Draenei Amental gekrochen sind. In diesem Bereich werden auch Heilvorräte aufbewahrt. Geht zum Kryokern genau westlich der Blutwacht, sucht nach Vorräten und nach Überlebenden. Was kriegt dafür? Ein Stab. Gute Gesundheit, langes Leben. Alles klar. Denke ich doch immer von A nach C und G und Z. Hauptsache weg. So. Ich mache jetzt aber trotzdem einen Schnitt, weil ich nicht genau weiß, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Also dieser lange Part wird jetzt bestimmt 2, auch wenn nicht sogar 3. Gucken wir mal. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!